So, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Mal rutsche Brille runter. Wir befinden uns heute bei einem Bunker, beziehungsweise wir gehen jetzt zu einem, zu einem Erdstollen. Ich komme schon ganz durcheinander bei so vielen Locations. Und der Eingang muss wohl da wieder sehr, sehr eng sein und vor allen Dingen nass. Darum habe ich die Watthose an. Ja, alles andere seht ihr gleich. Bis dann, macht's gut. Wie immer geht es auch erstmal durch den Wald. Wir müssen das Ding noch suchen. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleines Loch. Ich habe zwar relativ genaue Koordinaten, aber ob die immer richtig sind, ist halt die Frage. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal bergunter. So, laut meinen Koordinaten müssen wir jetzt hier rechts gehen und irgendwo auf der rechten Seite geht so eine Schneise nach oben. Aber jetzt die Frage, jetzt kommt hier ein Weg, der ist auf der Karte gar nicht verzeichnet. Wir sind am Suchen und am Suchen und am Suchen und finden nichts. Ja, das ist halt manchmal so. Wie gesagt, das ist ein kleines Loch. Es kann auch sein, dass es mittlerweile wieder zu ist. Aber noch eine Vermutung habe ich. Und da gehe ich jetzt mal gucken. So Leute, ich habe es gefunden. Ich bin jetzt hier hoch und runter gerannt. Boah, das will mir keiner glauben. Ja, und ich sehe schon wieder, es wird spannend. Spannend wie immer. Und zwar der Abgang. Och, der ist aber arscheng. So, ganz wichtig, der Helm immer an. Weil der Kopf ist das Wichtigste, was wir haben. Ja, dann würde ich sagen, rein da, holla die Waldfee. Ist das Ding. Jetzt warte ich noch auf meinen Begleiter. Ja. Und dann geht's runter. Okay, spannend. Auf jeden Fall sind Mücken da. Schön. Wow. Oh, Spinner schon wieder. Ja. Ach du Scheiße. Schick. Jo. Oh, die Spinnen einsetzen. Kalt? Ja, die Janine, die ist hinter mir. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, die soll sich eine Watthose holen. Aber die meint, sie wären zu selten in diesen Stollen. Ja. Ich sag mal, so eine Watthose. Was? Guck mal, wie klar das Wasser hier ist. Und wie gesagt, hier haben sehr viele Eidechsen. Ich weiß halt nicht, wie weit es reingeht. Wir sind jetzt ungefähr, ich schätze mal bei 200 Meter, 300 vielleicht. Ja, und dann gucken wir mal. So Leute, jetzt komme ich hier so aus Wasser raus. Und es geht weiter. Aber jetzt wird es richtig eng. Ist die Frage, wo gehen wir lang? Okay, jetzt geht's weiter. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, denn. So, jetzt kriege ich hier ganz eng. Ist das unangenehm? So, ich weiß nicht, ob man mich gut sieht, aber jetzt geht's. Ja, hier sieht man das. Ganz eng. Und hier vorne haben wir einen See. Ja, ich werde weiter kriechen. Das
ist echt nix für Leute mit Platzangst. Tut mir leid, dass das alles gewackelt. Aber geht nicht anders. Ja. Guckt euch das Wasser an, wie klar. Das könnte man am liebsten direkt trinken. So, weiter geht's. Ja, jetzt langsam werden wir ein bisschen flammig. Weil wie gesagt, der ist sehr unbekannt und ich weiß gar nichts über den Stollen. Und zu meiner Schande muss ich sagen, habe ich meinen Gasfahrer nicht dabei. Ja, und das heißt, viel Glück. So, weiter. Ich muss hier alleine lang. Geht immer weiter. Ich hier wieder raus und jetzt gehen wir hier noch mal lang. Da drüben war ich echt unsicher wegen der Luft, weil die war auf einmal sehr komisch. Kann natürlich auch Einbildung sein, weil ich halt gerade nichts mit habe. Normal mache ich das auch nicht. Und dann in sowas reingehen, aber wir hatten eigentlich schon ein paar Bunker und Plan stehen gehabt und ja, die sollten wohl gut sein. So, weiter geht's. So, für uns geht's zurück jetzt, raus aus dem Stollen, weil, wie gesagt, ich habe halt kein CO-Gerät mit und kann auch nichts zu der Luft sagen und das beunruhigt mich halt ein bisschen und wir wollen ja nichts überstürzen, aber hier gehe ich nochmal, das sieht aber schlimm aus, gehe schon mal mit dem Eddy rein und dann werden wir das Ganze nochmal erkundigen. So, jetzt geht erstmal raus. Und wieder durch das ganze Wasser. Schlimm. Ich bin echt froh, ich einen Helm anhab. Ich bin schon tausendmal hier gekommen. So, wir nähern uns dem Ausgang. Nein. Hallo Maus, das ist ein Mauseloch. Wie die Maus anscheinend auch ab und zu hier reingeht. Boah. Boah, fertig. So Leute, das war's auch mit dem Video. Wir sind jetzt raus. So, das war halt einfach ein bisschen zu link alles. Ihr müsst bedenken, bei sowas muss man normalerweise immer einen Gaswarner dabei haben. Oder CO-Warner oder wie die Dinger sich schimpfen. Weil, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, die Luft war nicht so gut am Ende. Normal, mit dem ich mal unterwegs bin, dann haben wir auch immer einen dabei. Ich habe mir auch einen neuen bestellt. Ja, aber trotzdem ist ja gut gegangen. War halt was leichtsinnig. Aber manchmal ist halt die Neugierde größer. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.